Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. Und während der Djinn hier noch so ein bisschen das Panorama genießt, das überwiegend minzgrün ist, muss man der Fairness halber sagen, gucken wir mal, was das Life Support Monitoring sagt. Das sagt, in 5 Stunden und 41 geht uns Saft, Sauerstoff, Essen und alles andere auch aus. Und der Space Truck verschwindet da hinten gerade um Minmus rum. Ja, die Fahne ist weiterhin umgekippt und wir haben ein Review, sage ich schon, genau, ein Surface Sample genommen und wir haben auch einen Ether Report mit dabei. Das heißt, wir haben eine Sache, die wir rüberfunken können, um auch den zweiten Vertrag noch abzuschließen. Der da heißt Transmit or Recover Data from the Surface of Minmus, also Forschungsdaten von der Oberfläche des Minmus. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir den Space Truck wieder erwischen. Zack, und dafür müssen wir mal warten, bis der hier wieder auftaucht. Wahrscheinlich hier irgendwo. Achso, das können wir jetzt natürlich logischerweise nicht sehen. Ich glaube, ich hatte geguckt, die Umlaufzeit dauert etwas mehr als eine halbe Stunde. Also sollte das zeitraffermäßig okay sein, wenn wir ihn hier einmal rumjagen. So, dann müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich macht es Sinn, wenn wir irgendwie losfliegen, wenn er hier so vorne ist. Das ist jetzt so ein bisschen Eyeballing, das muss ich der Fairness halber dazu sagen, aber ich glaube, das kriegen wir alles irgendwie hin. Das ist ja hier nicht ganz so schlimm. So, irgendwo ist er. Irgendwo muss er sein. Da oben ist er, der Space Truck. Das heißt, wir müssen grob in die Richtung hier. Und dann hätte ich gesagt, fliegen wir mal los. Und als erstes müssen wir natürlich nach oben. Und ich gehe jetzt erstmal auf den Orbit View. So, und parallel müssen wir natürlich auch nach vorne. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das gleich mit der Map abgleichen. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Geschwindigkeit. Das ist schon mal nicht falsch. Ja. Zack. Ich hoffe, dass das passt. Jetzt, wie gesagt, ist so ein bisschen Eyeballing, aber insgesamt wahrscheinlich keine allzu große Raketenwissenschaft. So, ich pumpe jetzt einfach mal den Orbit nach oben. Ja, das haut noch nicht so ganz hin. Können wir das so ein bisschen besser machen? Ach so, das liegt einfach daran, in welche Richtung wir gucken. So wird's besser. So wird's ein bisschen besser. Und dann nach vorne. Jawohl, und jetzt weiter nach oben. Und nach vorne vor allen Dingen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die hier zueinander bringen. So, also wir haben noch ordentlich Ether-Propellant übrig. Zack. Und wir haben auch noch ein bisschen was zum Nachfüllen. Also insgesamt glaube ich relativ safe. Ich gucke gleich auch nochmal, was die Vorräte so sagen. So. Ah, ist ja gar nicht so schlecht. So, kann man das jetzt noch irgendwie ein bisschen anheben? Jawohl. So. Guck mal, das sieht doch gar nicht schlecht aus. 3 Kilometer, 2,8. So, wir müssen dann ein bisschen was angleichen, weil wir haben dann Relative Speed von 57 Metern pro Sekunde. So, jetzt wird es zu viel. So, das ist erstmal gut. Da sind wir dann in 8 Minuten. Das heißt, wir können auch gleich nochmal Zeit raffern. Aber bevor wir das machen, füllen wir jetzt mal unseren Ether-Tank nach. Zack, dann ist der nämlich wieder voll und wir können, guck mal, hier hängt sogar die Flasche dran. Sehr hübsch. Oh, das ist nicht so hübsch. So, irgendwo dahinter über uns ist unser Ziel. So, ich würde sagen, wir können jetzt einfach mal bis hierhin. Achso, ich wollte nochmal gucken. Ah, 4 Stunden 47. Immer noch alles total entspannt. Das ging tatsächlich sehr schnell. So, ich würde sagen, bis hier können wir mal Time Warpen. Und dann kommen wir zu dem Part, wo es interessant wird, nämlich das Abfangen vom Space Truck. Und das machen wir jetzt im Target View. Also wir sind hier. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Wir können noch ein bisschen näher ran, ne? Wir haben noch kurzen Moment Zeit, 23 Sekunden. Und dann müssen wir unsere Geschwindigkeit angleichen. Was denn jetzt passiert? Irgendwas. Warum habe ich gerade so viel Funds und alles bekommen? Was war das denn jetzt?
Weiß ich nicht. Komische Anzeige. Steht auch nichts drin. Ist egal. Ich habe irgendwas gekriegt. Ich habe keine Ahnung, warum ich was gekriegt habe, aber ich lebe einfach damit, würde ich sagen. Das muss ich mir auf der Aufnahme selber nochmal angucken, was da jetzt passiert ist. So, jetzt gleichen wir mal die Geschwindigkeit an. Also irgendwie habe ich erst kurz gedacht, das Spiel stürzt ab, weil es so gehangen hat. Und dann stand da plötzlich Edit 1500 verschiedene Sachen. Huch. So. Keine Ahnung, warum und wieso und weshalb ich da jetzt was gekriegt habe. Aber es hat sicherlich einen Grund. Und bestimmt auch einen guten Grund. So, 900 Meter. Na, das ist doch mal... Da sind wir doch gut rausgekommen, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Richtung anpassen. Und dann müssen wir nur noch an Bord gehen und unsere Ergebnisse rüberfunken. Und dann haben wir das da auch erledigt. Jetzt frage ich mich trotzdem noch, was genau hier eigentlich gerade passiert ist. Es ist mir ein komplettes Rätsel. Naja, gut, ich muss ja nicht alles wissen. Also ich meine, solange ich Sachen kriege, ich habe, glaube ich, echt Kohle gekriegt, oder? Habe ich Kohle gekriegt? Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Ich habe nicht nachgeguckt. Naja, wie gesagt, ich werde mir mal selber meine eigene Aufzeichnung angucken. Und vielleicht hat ja auch einer von euch eine Idee, was da passiert ist. Wenn ja, raus damit in den Kommentaren. Es gibt ja nichts, was ich mehr hasse, als etwas nicht zu verstehen. Auch wenn es gut für mich ist. So, und jetzt fliegen wir da mal hin. Also es ist irgendwie passiert, als wir in den Aktivierungsbereich des Space Trucks gekommen sind. Naja, egal. Ist halt passiert. So, Eva-Propellant reicht fürs Bremsmanöver. Das heißt, wir müssen auch nicht nochmal refuelen. Was wir jetzt gleich noch gucken, ich packe die Flaschen vorher rein, dass ich die nicht wieder verliere. Weil manchmal passieren ja so komische Bugs mit Gin-Klonen und so. Und dann ist der Gin auch gleich wieder sicher auf dem Space Truck und hat hiermit, ich glaube, erfolgreich den ersten Orbital Base Jump auf Minmus abgeschlossen, weil der letzte, an den ich mich erinnern kann, war Bill und für den ist das nicht ganz so gut ausgegangen. Den hat der Kraken aufgefressen. Aber Jin ist dieses Schicksal ganz offensichtlich erspart geblieben. So, jetzt müssen wir gucken, da ist, glaube ich, nee, da ist mein Container mit Ausrüstung, dann packe ich das da rein. Voila. So, wir bremsen das mal lieber langsam ein bisschen, sonst passieren komische Sachen. Upp. Reicht. So. Sehr schön. Jetzt können wir auf Sicht fliegen und nicht mehr auf Manöverball. Und hier einmal abladen. Die leere Flasche nehme ich mal mit rein, weil es wurde die Theorie geäußert, dass wenn ich mit der reingehe in das Gefährt, dass die dann auch wieder aufgefüllt werden. Und das möchte ich natürlich gerne mal ausprobieren, ob dem wirklich so ist. Weil das wäre natürlich ganz nett, gerade auch für unseren Flug nach Duna noch, wenn wir die Sachen hier einfach wieder auffüllen können. So, jetzt mal gucken, ob hier Platz für mich ist. Ich glaube, da vorne war noch Platz drin. Und hier können wir natürlich auch die andere Flasche erstmal... Obwohl, die kann ich auch auf meinen Sitz mit reinnehmen. So, und Board. Okay, das hat gepasst. Und ich habe mich auch nicht geklont, so wie es aussieht. Nee, liegt wahrscheinlich auch an diesen Eva-X-Packs oder sowas. Wer weiß das schon. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir eine Funkverbindung nach Hause hinbekommen. Das wird von hinter Minmus wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also gehen wir mal außen rum. Schwuppdiwupp und tada, so, jetzt haben wir Sichtlinie, jetzt muss ich nur noch meine Antenne finden, die ich hier irgendwo habe und immer wieder fröhlich verdränge. Ich habe hier doch schon eine Langstreckenantenne rangebaut, oder? Bestimmt habe ich das. Es ist jedes Mal wieder das gleiche mit mir und den Antennen. Ah, da ist sie. So, Unknown Target. Wir würden gerne nimmer Kerbin an sich. Ist wahrscheinlich noch nicht so hilfreich. Mission Control vielleicht? Nö. Komsat 207? Auch nicht. Andra 207? Auch nicht. Ich könnte natürlich einfach auf der Map nachgucken. Aber es wäre viel zu langweilig. Ich glaube, ich gucke gleich auf der Map nach. Hat denn hier niemand?
Niemand eine Sichtlinie? Ich hab doch. Achso, ja, aber doch, ich hab doch eine Sichtlinie. Warum ist denn da wieder keiner? Warum ist da keiner? Und warum funkt ihr nicht mit mir? So, jetzt müssen wir mal kurz auf Körben fokussieren. Zwischen dem ganzen Dreck, der so rumfliegt. Ugh. So, was ist denn hier auf der Seite? Komsat 201, Komsat 207. Was ist. Jetzt switchen wir da mal rüber, was da schon wieder los ist. Ich hatte doch eigentlich so ein paar Satelliten auf Active Vessel eingestellt. Jetzt frage ich mich gerade, warum er das nicht so sieht. No Target, das ist nicht so gut. Ah, okay, der hat irgendwie gerade gar keine Verbindung. Ich glaube, mein Satellitennetzwerk ist einfach mal wieder stumpf zusammengebrochen. Okay, das heißt, wir müssen mal kurz warten, bis die Satelliten, die hier drüben sind, mal wieder sowas wie eine Verbindung haben in Richtung Minmus. So, was haben wir denn jetzt hier? 207, 202 und 203. Ach, ich freue mich schon auf all die Kommentare von euch, wie lausig mein Satellitennetzwerk ist. Ich weiß es ja selber auch. So, Switch to. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es jetzt hinbekommen. Ja. Jetzt habe ich mir zumindest mal halbwegs merken können, wo die blöde... Ach, und schon haben wir eine Funkverbindung. Sehr schön. So, Review Stored Data. Ich würde jetzt mal gucken, den EFA-Report, den hauen wir gleich ins Lab rein, weil der ist... Wow, das Surface-Sample hauen wir gleich ins Lab rein, weil das hatte sehr viel mehr Punkte. Und den hier senden wir einfach rüber, um unsere Mission abzuschließen. So, damit ist die Mission erledigt und das da rein ins Lab... Das ist natürlich auch ganz cool, weil dann kommen wir nochmal ein bisschen nach oben wieder mit unseren Science-Punkten, die wir hier so abgrasen können. Und wir haben nochmal 39.000 erhalten und sind damit wieder ein bisschen mehr im positiven Bereich angekommen. So, und jetzt gucken wir mal, was die Missionsliste so für uns hergibt. Also wir haben natürlich... so ein, zwei Sachen auf der eigenen Agenda noch, nämlich den Space Truck natürlich da draußen auch nochmal betanken und mit Essen voll machen und so, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit, genau genommen nämlich noch ein Jahr und 19 Tage. Da können wir natürlich auch mal gucken, was Mission Control noch so für uns hergibt. Zum Beispiel sowas Brillantes wie Science Data from Space Around Duna. Das passt uns natürlich hervorragend in den Kram. So langsam lohnt sich der Flug dahin ja richtig. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Zack. So. Also meine Güte, wenn wir das alles erledigt kriegen. Hohohoho. Triggern die dann beide gleichzeitig? Das ist ja auch witzig. Guck mal, Science Data from Space. Ach nee, das ist Surface. Deshalb ist der Mehrwert. Ich wollte schon sagen, so zweimal der gleiche. Alles gut. Okay, dann gucken wir mal. Wir könnten natürlich auch mal wieder einen Körbel retten. Einfach nur, weil es geht. Und mal wieder jemanden ins Raumfahrtprogramm nehmen. Jetzt ist nur die Frage, Linny oder Tomfel? Erstmal mache ich das da. Das ist so. Einfach verdientes Geld. Test Heat Shield 2,5 Meter at the Launch Site. Das machen wir mal fix. So, das. Wir suchen ja immer nach billigen Einkommensquellen. Und das ist natürlich eine. Da kann man jetzt ohne viel kaputt zu machen sehr, sehr einfach Wissenschaftspunkte für bekommen. Zack. 2,5 Meter Heat Shield. Und noch eine Antenne dran. So, das sollte eigentlich reichen. Launch. Um unseren Test durchzuführen. Und dann haben wir schon wieder was erledigt. Das ist gut. Das bringt uns auch wieder Reputation rein. Das ist gut. Sind ja ein paar Sachen nicht so gut gelaufen in letzter Zeit. So, Run-Test. So einfach kann es manchmal sein, dass man 3000 Körbel-Dollars und einen Science-Punkt und eine Reputation bekommt. Sehr schön. Weg damit und Recover Vessel. Und dann gucken wir gleich mal das nächste. Aber ich würde sagen, da machen wir uns eine schöne Rettungsmission, um den nächsten Kandidaten aufzunehmen. So.
Ist hier irgendwas Neues, Spannendes aufgetaucht? Science Data from Space Around the Moon. Aber wenn ich das mal so vergleiche mit, wir retten einen Kerbel und der Aufwand dafür. Jetzt gucken wir mal, welcher Kerbel gibt mehr. 33.000, 45.000. Ist wahrscheinlich auch auf einem etwas unangenehmeren Kerbel in Orbit. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen natürlich den Kerbel, für den es mehr Kohle gibt. Und sie sind beide im Low Carbon Orbit. Ja, dann nehmen wir den 45.000er und gucken mal, wo der genau gestrandet ist. Dürfte wahrscheinlich so ein Müh höher sein als der andere Orbit. Ja, wo ist er? Tomfel. Naja, das geht ja. 80 Kilometer knapp. Da kann man mit umgehen. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Wir haben bestimmt noch irgendwas Spannendes in unserer Liste, was nicht allzu teuer ist, von den gespeicherten Crafts, mit dem wir da hochfliegen können. Das schon mal nicht. Um uns den Tomfel einzuverleiben. Irgendwas so Orbitretter. Dingsbums. Wie habe ich die denn damals genannt? So lange keine Rettungsmission gemacht. Rettungsmission. 38.000. Die ist aber auch teuer, ne? Warum ist die so teuer? Oh, ja. Okay, die war etwas komplexer, um es mal nett zu sagen. Okay, da habe ich irgendwas anderes mit gerettet. Was gibt's denn da Schönes? Die eierlegende Wollmilchsau wird's auch nicht gewesen sein. Freakys Rettungsmission ist genauso teuer. Kerbal Explorer, Core Orbiter. Das waren so die ganz allerersten. Oh Gott, zurück in die Vergangenheit. Ich hätte hier vielleicht alle auch ein bisschen. Orbital Rescuer. 47.000. Ja, meine Güte. Was habe ich denn da für Raketen gebaut? Wow, die sind echt teuer. Touristenbomber. Ne, ist auch nicht. Touristeninterkontinentalrakete. Oh Gott, das erinnert mich an gruselige Zeiten. Ich glaube, wir modifizieren die hier einfach ein bisschen billiger. Skipper, okay, bla bla bla. Sind vier Flügelchens dran. So, jetzt müssen wir mal hier oben ein bisschen was wegbauen. Das ist ja alles vollkommen übertrieben. Also, eine Kapsel ist nicht schlecht. Und wahrscheinlich ist auch ein Probecore nicht falsch, damit wir auch irgendwie jemanden wirklich retten können. Zack. So, dann können wir das nämlich unbemannt machen. Strom ist auch nicht falsch, aber ganz so viel braucht es dann doch nicht. Und der Kram hier kann schon mal weg. Wir wollen ja nur eine Person retten. So. Das heißt, hier kommt der Heatshield unten drunter. Was ist da für ein Triebwerk dran? Terrier, das ist okay. So. Brauchen wir Batterien und. Ja, wir nehmen einfach die Batterien, machen den Braten auch nicht fett. Solarpanels, so. Und dann. Wir haben da oben Fallschirme, dann brauchen wir unten nicht auch noch welche. Und eigentlich brauchen wir auch nicht so viele. Und eigentlich brauchen wir auch kein Fresszeugs, weil die Kapsel hat genug für die eine Person. Das ist auch voll, genau. So, das. Ja, gut, jetzt sind es 8.400, aber da kommt natürlich noch ein bisschen Rakete ran. Schwupp. Zack. Okay, sind wir auch schon auf 36.000 runter. Wir haben jetzt aber irgendwie 8.300 Delta V. Das ist natürlich völlig übertrieben. Vielleicht nehmen wir einfach mal die Stufe hier raus. 7.600 ist immer noch völlig übertrieben. Was machen wir denn jetzt, um das billiger zu kriegen? Also so weit, so schlecht. Was kostet der Spaß im Moment? 34.000, okay. Ich glaube, ein Fairing können wir uns sparen. Das ist relativ aerodynamisch. Den Adapter finde ich an sich ganz cool. Wenn wir die hier abbauen, haben wir immer noch eine positive Thrust-Weight-Ratio und sind bei 6.000 irgendwas Delta V. Das ist immer noch relativ okayisch. 6.200 Delta V.
Ist das so einfach, einfach mal in den Orbit zu fliegen? Irgendwas stimmt doch hier gerade nicht, oder? Body ist Kerbin und wir sind atmospheric. Ach ja, gut, jetzt war es das vorbei mit Delta V. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Aber offensichtlich. What the holy? Tatsächlich. Gut, zwei Decoder brauchen wir da auch nicht, ne? Ja, zack. Ja, Mensch, das ist ja mal. 6000 Delta V reichen locker. Echt, das ist so einfach. Die Antenne kann noch ab. Wir brauchen noch eine Antenne für den Nahbereich. Zum Hochfliegen. Die brauchen wir auch nur einmal. Guck mal, das hat jetzt natürlich kostentechnisch uns schon mal ganz schön. Hoch, jetzt habe ich irgendwie irgendeine Taste gedrückt, nur nicht das, was ich wollte. So. Eine Antenne hier. Entweder versage ich gerade völlig beim Raketenbauen, oder? Es passt schon, ne? Atmospheric ist sie immer noch okay. Ja. Ja, gut. Gut, dann brauchen wir noch eine ordentliche Antenne für den Orbit oben. Packen wir jetzt einfach mal hier ran und rotieren die ein bisschen rein. Und dann können wir auch schon los, ne? Potenziell zumindest. So. So, ich glaube, das ist so von den Sparmaßnahmen her okay genug, dass man damit leben kann. Und dann haben wir eine schöne, so, das speichere ich jetzt gleich mal als Rettungsmission. Weil ich glaube, das reicht prinzipiell, ne? Also wir haben jetzt eh die 20 Minuten auch schon voll. Das heißt, ihr könnt mich nochmal darauf hinweisen, wenn ich jetzt irgendwas echt Schlimmes vergessen habe. Aber das sieht wie eine verdammt taugliche kleine Rettungsmissionsrakete aus, mit der wir dann mal schnell in den Orbit hochdüsen, um den netten Herrn Tomfel zu retten und zu einem neuen Astronauten oder Kerbonauten in unserem Space-Programm zu machen und damit die nächsten 45.000 zu kassieren. Und wenn ich mal so sehe, was die Rakete kostet, machen wir damit sogar richtig Gewinn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal Daumen hoch an Jin für die coole Jetpack-Aktion. Ich glaube, wir sind geldtechnisch wieder so ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Und entweder im Livestream oder in der nächsten Folge geht es dann rauf, um Tomfel zu holen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.